Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, es hat sich sehr viel getan seit dem letzten Mal. Also jetzt hier natürlich nicht von gestern auf heute, aber für mich hat sich viel getan. Ich habe jetzt 3 Tage nicht aufgenommen, hat ja ein bisschen Vorlauf produziert und ja, jetzt ist im Prinzip vom Aufnahmetag her Mittwoch. Das hier müsste allerdings die, ich glaube, Donnerstagsfolge oder Freitagsfolge. Ich bin jetzt gar nicht so genau im Bild, sorry dafür. Aber ich musste jetzt doch mal direkt wieder an die Aufnahme gehen, denn ihr habt so viel da reingeschrieben, es hat sich so viel getan. Das wollen wir natürlich auch alles nicht unbearbeitet lassen. So, apropos unbearbeitet, ich wechsle mal kurz das Gerät, denn den Knaben wollen wir hier erstmal noch abtanken. Da gucken wir mal, hier oben haben wir den ja leer gemacht. Nehmt jetzt die restlichen Liter erstmal mit. Und ja, in der Zeit möchte ich ein bisschen auf eure Kommentare eingehen. Also, wir hatten die Frage im Raum stehen mit dem Deutz. Und ja, mit dem Deutz ist also jetzt Folgendes. Wir haben ja überlegt, ob wir den verkaufen. Da kamen auch dann Kommentare. Klar, weg damit. Umso schneller haben wir das Geld für den Case. Okay, alles in Butter. Ja, dann kam aber ein weiterer Kommentar. Und der hat mir doch ein bisschen zu denken gegeben. Denn im Prinzip ist das gar nicht mal so schlecht vom System. Das Problem ist nämlich, wir kaufen ja später neue Felder dazu. So, während er jetzt hier ab... Was ist denn hier los? Ach, ich Depp. Mann. Man sollte auch gucken, dass man es ganz ausklappt. Ah, ja, ja, ja. So, also ich komme hier nicht dazu, meine Sachen fertig zu erzählen. Halt schnell wieder zusammenklappen. Geht das? Geht das nicht? Oh, okay, hat gerade noch funktioniert. Chihuahua, das war eng. Ja. Also, was ich sagen wollte, wir kaufen noch andere Felder dazu und dementsprechend haben wir natürlich das Problem. So, sind wir jetzt hier durch. Mein Gott, ich bin hier total... Ich habe so viel gleichzeitig, ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Kommentar. Hey, Mann, 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 man kommt hier auch zu gar nichts. Also, wir kaufen neue Felder dazu und wenn wir jetzt den Deutz verkaufen, dann, ja... kriegen wir ja nur die Hälfte des Kaufpreises zurück. Das heißt, wir machen natürlich erstmal hier Licht an und beim Verkauf des Deutz um einiges, ja, Verlust. Das heißt, 80 bis 100.000 Euro werden den Bach runtergespült und später kaufen wir dann vielleicht doch den Case. Also von dem Punkt her ist es natürlich finanziell absolut sinnvoll, erstmal hier den Deutz zu behalten und dann einfach zu reaktivieren, wenn wir eine neue ja, Einsatzmöglichkeit für ihn haben. Bin auch schon überlegen, vielleicht können wir ihn ja auch... Ja, der ist leer. Gut, diesmal hat es geklappt. Vielleicht können wir ja auch dann sagen, wir werden hier oben das Feld zum Beispiel mit dem Case abernten, unten das mit dem Deutz. Haben ja beide ein ganz gutes Fassungsvolumen. Also von dem Punkt her, denke ich mal, haben wir auf alle Fälle besser daran getan, wenn wir ihn nicht verkaufen, als wenn wir den sozusagen einfach abstoßen und dann... irgendwann einen neuen kaufen, weil jetzt sparen wir hier jeden Cent zusammen und da schmeißen wir im Prinzip dann das Geld raus. Also langfristig gesehen ist das definitiv die bessere Entscheidung. Von dem Punkt werden wir den Deutz behalten und ja, werden den erstmal, wie gesagt, hier unten dann hinstellen und mal gucken, was wir dann damit anstellen später. So, die nächste Sache ist, was mich eigentlich schon die ganze Zeit stört, ich lasse jetzt hier mal die Zeit vorlaufen. Ich möchte natürlich auch für euch wieder ein schönes Bild hier haben. Dieses neblig gekrieselte hatten wir jetzt über eine Folge lang, ist nicht wirklich schön, aber spätestens so gegen 7.30 Uhr wird das Wetter sowieso wieder besser. Das ist ja das Hagenstedtsche Wolkenprinzip hier, ne? Und aus dem Grund werden wir das natürlich hier auf alle Fälle auch wieder uns zu nutzen machen und dann wieder bei tollem, klarem Wetter, schöner Sicht und strahlendem Sonnenschein weiterarbeiten. So, und ihr merkt schon, es wird langsam wieder heller, ne? 7:30, jetzt müsste es gleich aufklaren und dann ist alles klar, alles gut, ne? So, ja, diesmal dauert es ein bisschen länger, aber es entwickelt sich doch so langsam. Ja, wunderbar, ihr seht, es klart auf, der Nebel verzieht sich. Gut, dann war es jetzt halt 8 Uhr, aber auch kein Problem. Jedenfalls haben wir wieder schönes Wetter hier. So, und das nächste, was ich machen möchte, ich möchte ja das Mähwerk hier unten noch losbringen. Und ja, da werden wir aber vorher hier
das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Das heißt, wir werden hier mal ganz einfach mit dem Stroh weitermachen, das unten bei den Kühen abgeben. Dann legen wir unten auch das Mähwerk hin und holen uns einfach ein Frontgewicht. Das Mähwerk liegt dann am Kuhstall und wenn wir dann wirklich mähen müssen, dann können wir das wechseln. So machen es ja auch die richtigen Landwirte. Ich habe noch keinen gesehen, der dauerhaft mit seinem Frontmähwerk am Traktor durch die Gegend fährt. Eben aus dem Grund, weil es dauernd irgendwo Schaden nehmen kann. Ja, dann haben wir uns, oder habt ihr euch ja auch zum Teil schon um die Planung gemacht, Gedanken gemacht. Ja, was passiert denn, wenn wir den Big X jetzt haben? Also mit dem Direktschneidewerk ist ja klar, wir werden nicht auf den Raps gehen, nicht auf den Weizen. Ach, jetzt habe ich es ja bald. Ich meinte natürlich nicht auf den Mais. So, viel blieb nicht mehr übrig. Die Fruchtsorten haben wir jetzt fast alle durchgehabt. Also ich möchte ja nicht dieses Maisprinzip da machen, sondern mit dem Direktschneidewerk auf ganz normale, im Prinzip Standardvariation arbeiten mit den normalen Fruchtsorten. Da haben wir nämlich auch den Vorteil, falls mal eine große Nachfrage ist, können wir die Felder, auch wenn wir mitten in der Ernte sind sozusagen und häckseln, trotzdem jederzeit gerade schnell mit dem Mähdrescher abfahren. Also für sowas wäre sogar die Überlegung, den da oben stehen zu lassen. Aber da mache ich mir noch Gedanken drüber. Und wenn der Big X aber dann da ist, das sollte ja jetzt bald geschehen, dann werden wir uns in Richtung Felderweiterung orientieren. Das heißt also, eure Idee ist Feld 6 und 7, dass wir uns da nach und nach hocharbeiten. Dann hätten wir nämlich da oben richtig schön viel, wo der Big X dann ausgelastet ist. Das klingt auch richtig gut, denke ich mal, wird mir auch gefallen. Und ja, das Allerwichtigste, was mir auch schon so ein bisschen auf der Seele brennt eine Zeit lang, ist einfach diese Cayena. Das heißt, wenn wir Feld 6 und 7 dann da oben erweitert haben, brauchen wir ja auch eine bessere Einsaatmaschine. Das heißt, die Cayena werden wir dann austauschen gegen eine weitere Condor, die wir natürlich da oben wunderbar nutzen können. Eventuell werden wir auch den Gülletank dann noch austauschen, da müssen wir aber erstmal gucken, wie der sich schlägt. Also das, denke ich mal, wird so die Grundlinie sein. Und wenn das da oben für den Big X alles im Prinzip großflächig arrangiert ist, danach geht's an das Großprojekt. Ich kann es ja jetzt auch verraten, ich habe es ja schon oft genug in den Kommentaren gelesen, dass ja mittlerweile bekannt ist soweit. Denn ich möchte Feld 17, 18 und 19 kaufen, die sinnvoll miteinander verbinden als ein großes Feld und dann dort einen Tektron oder einen Maxtron draufsetzen. Das sind die größten Erntemaschinen, die wir hier im Spiel haben, kosten über 400.000 und dann dementsprechend auf den Bereich Kartoffeln oder Zuckerrüben gehen, denn somit haben wir auch gleichzeitig mal eine neue Fruchtsorte hier in Arbeit und das macht es ja auch ein bisschen abwechslungsreicher. Und ja, ist in der Nähe des Hofes, das heißt, wir haben da auch keine großen Fahrwege, können dementsprechend alles optimal nutzen und ich glaube, das wird dann auch noch ganz schick. Von dem Punkt haben wir natürlich jetzt erstmal viel zu tun. So, das nächste, was wir aber als allererstes machen, ist natürlich, erstmal hier wieder neu einsehen, wenn das Stroh durch ist. Und zusätzlich gucken, dass wir jetzt dann so verkaufen, dass wir den Big X zusammenbekommen. Wie gesagt, Deutz behalten wir erstmal, ist glaube ich die bessere Variante. Und lieber mit einem Drescher mehr, der kleiner ist, als den jetzt für viel Geld, viel Verlust sozusagen verkaufen, um dann wieder einen neuen zu holen. Und so dicke ist dann der Unterschied auch nicht, weil für die Felder hier unten wird zum Beispiel der Deutz dicke reichen. Da bräuchten wir uns gar keinen Kopf zu machen. Und wenn alle drei Felder gleichzeitig erntereif sind, könnten wir damit die Ernte auch noch ein bisschen schneller durchziehen. Würden nur ab und zu mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Aber gut, das ist, denke ich mal, ja nicht mehr so hektisch, wie es dann beim M66 gelaufen ist. Weil größeres Fassungsvermögen, größere Arbeitsbreite. Also ich denke mal, das wird dann ein bisschen gechillter. Und so haben wir dann den goldenen Mittelweg gefunden. So, hier der ist jetzt voll, da brauche ich eigentlich gar nicht erst groß rüberfahren. Den kann ich sofort rüber zum Verkauf bringen. Das bringt uns ja auch wieder noch ein paar Euronen ein. So, hier nur gucken, da steht um die Ecke noch unser großer Mähdrescher, dass wir den nicht umhauen. So, und hier werden wir jetzt mal das Ganze entsprechend verkaufen und ein bisschen zu Geld machen. So, halt, ich hätte vielleicht richtig rumlenken sollen, könnte helfen. Oh, probieren wir es jetzt nochmal. Ja, diesmal sieht das etwas angenehmer aus. So, nicht zu nah ran. Das haben wir in Westbridge Hills auch schon gelernt. Denn da haben wir das Problem gehabt, dass es auf einmal dann
ja, ein bisschen schwierig wurde, denn wir haben Schaden genommen. So, und hier können wir auch die Kondor schon wieder einsetzen. Jetzt muss ich mir aber erst kurz mal einen Überblick verschaffen. Also, ja, was jetzt kommt, ist eigentlich soweit klar. Gerste haben wir drin, Raps haben wir drin. Ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal. Ja, machen wir hier unten auch Weizen hin. Ja, denn oben haben wir den Weizen für den Big X, fürs Direktschneidewerk. Dann können wir hier unten auch mit Weizen ansetzen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, und dann werden wir hier uns mal so langsam wieder ein wenig aufbauen. Schon mal ausklappen, das ganze Kerlchen. Ja, ich sehe immer wieder majestätisch, wie der Knabe hier sich aufbaut. Ist ja echt cool gemacht. So, das nehmen wir hier mal raus. Okay, das passt soweit. Dann werden wir einmal das Gerät wechseln, die Fahrstufe 2 anwählen, den Streuer einschalten und entsprechend den Helfer dazu nehmen. So, und jetzt kann der sich hier schon mal um das Feld kümmern. In der Zeit kümmern wir uns jetzt hier weiter um das Stroh. Und jetzt sehe ich schon, rennt mir die Zeit langsam weg. Das ist eigentlich nicht so schön. Ich wollte da ja eigentlich, wie gesagt, das mit dem Mähwerk noch machen. Ich will aber nicht unbedingt leer darunter fahren. Gut, dann nehmen wir jetzt hier nochmal ein bisschen auf. Das Feld ist ja auch ein bisschen kleiner. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das soweit noch gestemmt. So, schnell mal gleich wieder wechseln. Und hier rein. Sind 5 Spuren, müsste eigentlich relativ zügig gehen. Das sollten wir in der Folge noch unterbringen. Denn wie gesagt, wenn wir das Mähwerk da vorne erstmal weg haben, haben wir einige Probleme. Gerade so im alltäglichen Bewegungszyklus weniger. Und ja, wir haben das Mähwerk auch immer da, wo wir es brauchen eigentlich. Also wenn wir dann noch irgendwo was anderes mal machen sollten mit Gras und dann können wir uns das Mähwerk ja da unten einfach nur ankuppeln. Wir haben ja da unten unser Feld zum Mähen. Das ist ja erstmal soweit kein Problem. Also denke ich mal, ist es unsinnig, das Ding die ganze Zeit hier durch die Gegend zu fahren. Ja, also Zukunftsplanung ist soweit eigentlich gesichert. Wir haben viele, viele, viele Optionen. Müssen das natürlich auch davon abhängig machen, ja, wie das jetzt hier mit den Finanzen so weiterläuft. Also es fehlt ja noch ein bisschen was. Allerdings, ihr habt es ja gesehen, wir haben 200.000 Liter Gerste im Silo, über 100.000 Liter Raps im Silo. Da sollte doch einiges an Kohle rumkommen bei. Ich hatte ja nur gehofft, wir kriegen vielleicht noch eine große Nachfrage. Aber das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten geworden. Aber nun gut, in der nächsten Folge können wir ja mal schauen, wie das dann aussieht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, solange wir hier unten noch im Prinzip mit der Feldbearbeitung zugange sind, brauchen wir uns da noch keine Sorgen zu machen. Den Big X möchte ich nach Möglichkeit kurz erst vor der Ernte Feld 8, Feld 9 kaufen, um wie gesagt die Zeit so lang wie möglich auszunutzen, vielleicht doch eine große Nachfrage zu bekommen. Wäre natürlich optimal, dann könnten wir da noch mal ein bisschen mehr Geld mitmachen und würden unserem Ziel auch deutlich näher kommen. Ja, dann habe ich noch einen Kommentar gelesen. Ich lese ja sehr viele Kommentare, ich lese sie auch sehr, sehr gerne und ihr seht, ich gehe auch auf so ziemlich alle Kommentare ein. Und die Idee war auch nicht schlecht. Da wurde ich gefragt, war zwar jetzt nicht hier, sondern in Westbridge Hills, aber bezogen auf alle Let's Plays, was ich denn von den Solaranlagen und den Windgeneratoren halte. Also, muss dazu sagen, Solar und Wind ist natürlich hier im Spiel eine coole Sache, die bringen regelmäßig Geld ein. Und ich persönlich möchte definitiv auch Solaranlagen hier bauen. Warum? Naja, kann sich jeder von dem Namen Solaris ableiten, ne? Also ist eigentlich da naheliegend. Bei den Windgeneratoren bin ich ein bisschen, ja, geteilt der Meinung. Auf der einen Seite bringen die zwar Kohle, auf der anderen Seite finde ich, verschandeln die aber total das, ja, doch hier idyllische Bild. Stellt euch mal vor, da hinten wird irgendwo so ein Windgenerator rumstehen. Also schön fände ich das nicht. Eigentlich nerven mich schon diese Stromleitungen, die sie hier überirdisch über die Fernleitung gezogen haben. Ist also nicht wirklich das, was ich mir unter einem idyllischen Stadtbild oder Landschaftsbild vorstelle. Von daher möchte ich das eigentlich nicht machen mit den Windgeneratoren. Aber Solar wird kommen. Und selbst da habe ich mir schon so eine kleine Idee zurechtgelegt, denn wir haben ja oben zum Beispiel das Feld 9. Das ist ja so ein klitzekleines Feldchen. Und wir haben ja eigentlich, wenn später dann der Big X da oben mit 6, 7 und 8 zugange ist, einiges zu tun. Und Feld 9 wäre im Prinzip ja frei.
oder nur zusätzlich, bringt aber nicht wirklich zu viel. Und wir haben auch noch zusätzlich das Problem, wir wollen ja auch noch irgendwo unsere Geräte hinbringen. Daher war dann so langfristig meine Idee, auf dem Feld 9 einen großen Unterstand zu bauen für die Maschinen und den Rest des Feldes eigentlich zu nutzen, um dort vielleicht die ein oder andere Solaranlage zu platzieren. Das aber erstmal für die weitere Zukunftsplanung. Im Moment haben wir ja andere Sachen, nur ich wollte halt auch gleich auf die Sache eingehen. Wie gesagt, Solar möchte ich auf alle Fälle machen. Wind eigentlich eher weniger, weil, ich weiß nicht, passt hier nicht so ins Landschaftsbild. Das ist so schön idyllisch. So ein paar kleine Module da unten, ja, mit so einem Track-and-Trace-System, also mit Nachführungssystem für die Sonne, das ist okay. Aber so ein, was weiß ich, 4 Megawatt Windgenerator oder was die Dinge jetzt hier im Spiel zum Beispiel haben, der dann da hoch steht und sich andauernd dreht und dann irgendwo wie so ein überdimensionaler Propeller da rumdummelt. Nee, also ich finde das nicht schön. Deswegen werde ich das im Let's Play hier nicht kaufen. So, wir fahren jetzt aber noch runter. Die Folge ist zwar schon wieder rum. Ich habe sehr, sehr, sehr viel erzählt. Ich weiß. Aber ihr habt ja auch sehr, sehr, sehr viel geschrieben. Und das freut mich auch immer wieder. Und habe mir aber auch mittlerweile es angewöhnt, die besten Ideen sozusagen, die im Prinzip schon ohne große Nachüberlegung durchzusetzen sind, auf einen Zettel zu schreiben, so eine Art To-Do-Liste, ne? Dann weiß man auch immer, um was es geht, vergisst einfach nichts. Und die anderen Sachen, ja, die diskutieren wir noch ein bisschen aus, gucken, dass wir da eine Entscheidung treffen. Und dann können wir das ebenfalls zu Papier und später zu dem Acker bringen oder wie auch immer, was für eine Entscheidung da ansteht. So, und hier sind unsere Kühe. Wir gucken jetzt mal, was wir hier mit dem Stroh noch loskriegen. Im Optimalfall wäre das der komplette Hänger. Da hätte ich jetzt mal gar nichts dagegen, weil ohne Frontgewicht fahren oder ohne irgendwas für die Front ist gar nicht so einfach immer. So, jetzt gucken wir mal, was die da alles noch vertragen, die Knaben. Ah, jetzt haben sie für 6 Tage 14.000 Liter sind noch drin. Gut, das werden wir überleben. So, dann fahren wir einfach hier vorne hin, wechseln wir das richtige Gerät. So, und den werden wir einfach jetzt hier vorne mal platzieren. So, lassen den auch da stehen und werden dann in der nächsten Folge ganz einfach für diesen Traktor ein Frontgewicht nehmen und dann ist das Problem gelöst. Wenn wir hier unten mähen wollen, dann brauchen wir nur das Mähwerk anzukuppeln und das Problem ist gelöst. Ja, jetzt hatten wir, wie gesagt, viel Planung, viel Gesprächsstoff und ja, Schadensmodell, Einsparpotenzial sozusagen. Einiges, was wir gemacht haben. In der nächsten Folge wird es natürlich mit dem Stroh weitergehen. Unten die Sämaschine müsste eigentlich jetzt auch gleich durch sein, hoffe ich zumindest. Außer die ist wieder hängen geblieben, das wäre ein bisschen blöd. Das schauen wir uns jetzt aber nochmal an. Wir haben ja extra den Grasstreifen da noch eingesät. So, hier bleibe ich mal stehen, weil die Zeit ist jetzt schon lange um. Ich gucke mal kurz noch nach der Maschine. Ja, ist ja eigentlich perfekt. Ja, ist gerade fertig geworden. Und ja, optimal. Jetzt habe ich natürlich vergessen, dadurch, dass ich ja drauf sitze, schaltet der Helfer den Düngestreuer nicht automatisch aus. So, hier müssen wir erstmal noch ein bisschen rumrangieren. Ja, dann können wir nämlich auch hier in der nächsten Folge mit dem Nachbarfeld weitermachen. Also, Frontgewicht für den Ladewagen. Hier neues Feld, dann einsehen und oben entsprechend Strohweitermann. Das Programm steht. In diesem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen, Servus und Tschüss.